Aber natürlich helfen wir dir. Ja, jetzt zittert er nicht mehr, alles klar. So, Moment. Der Alchemie-Kessel kann ich mir jetzt nutzen. Bevor ich das nämlich vergesse. Gibt es jetzt die Stachelrüstung. So. Jetzt habe ich was vor. Und zwar... Das war das jetzt, ne? Genau hier. Da muss ich jetzt... Da wollte ich was gucken. Kann das irgendwas tragen? Das wollte ich erstmal vorher gucken, bevor ich jetzt weitermache. Okay, du kannst das auch tragen. Jengus auch. Der Drachenpanzer ist sogar schlechter. Ja, ist jetzt ein bisschen doof, aber ich tausche mal eben kurz die dunkle Robe aus. Denn ich brauche die nämlich jetzt. Weil ich damit nämlich jetzt mit mir was Neues herstelle. War das jetzt hier? Eine Sache konnte ich mir nämlich kaufen. So, ich muss jetzt mal gucken. Ich brauche nämlich den Eisenkopfschutz. Damit ich mir was Neues herstellen kann. Daher muss ich jetzt mal gucken. Was ich als Alternative jetzt gerade benutzen kann. Ich glaube, das kann nur unser Held. Machen wir das mal eben kurz. So. Damit können wir nämlich jetzt einen neuen Kopfteil bauen, hoffe ich. Mit der dunklen Robe und mit dem Kopf. So. Wird schon irgendwie passen. Wir sind ja eigentlich auch ganz gut gelevelt. Moment, ich habe mich verlaufen. So, jetzt. Ne, eine weiter. Dann gehen wir mal zum Martha. Ich glaube, sie ist das wahre Opfer jetzt. Wenn Rapfor nämlich jetzt Marek nicht meint, dann meint er sicher Martha, weil das ja die Mutter von ihm ist. Also nicht von Rapfor, sondern von Marek ist das die Mutter. So, schauen wir mal. Ist sie irgendwie hier da? Klopfen wir jetzt einfach mal an. Ah, oh, ne, zu denen kann ich gar nicht hin.
Oh! Alter, was ist hier los? Die Höllenhunde belagern schon das Haus. Okay. Ich kämpfe, aber diesmal machen wir das mal anders. Alle Befehle befolgen. Greifen normal an. Greifen auch an. Jessica wird... Kabum einsetzen und du setzt nämlich Braus ein, damit es schneller vorbeigeht. So, der erste schon mal weg. Ja, konzentriert euch mal. Das juckt mich nicht. Braus sollte euch töten. Oh, hat nicht ganz geklappt. Schade. So, durch die Stachelrüstung kriegen die ein bisschen Schaden, das finde ich gut. Sind jetzt alle weg aus dem Haus? Tatsächlich. Aber wo ist Martha? Gute Frage, nächste Frage. Bücherregal, hab ich dich schon angeguckt? Ich glaube schon, ne? Nach einer Schlacht mit den Fürsten der Finsternis kehrte einer der sieben Weisen, der große und gelehrte Kadan. Ah, okay, Nachkomme. Hier ist nämlich eine Aufzeichnung, dass hier der Großweise Kadern gelebt hat. Ah, hier gibt es vielleicht ein Rezept. Pupunrobe. Ah, dann habe ich das schon. Ist Martha vielleicht im Keller? Wo ist denn Boris? Nee, du bist definitiv nicht Boris. Ihr seid irgendwelche Hündchen. Da reicht eigentlich ein Schmor und das. So, du kriegst jetzt mal Schaden. Na, fast. Für zwei hat's ausgereicht. Genau, greift mich immer an. Das Kopftuch sieht man nicht, ne? Habe ich jetzt gerade nie aufgefallen. Nee, das ist schade, dass man das Kopftuch nicht sieht. Hätten so einfach nur das Orange einfach nur in Gelb machen können. Das wäre echt geil gewesen. Hier ist bestimmt auch noch so ein Monster, ne? Ja, wir befreien jetzt einfach mal alles. So, steh mal auf. Wir besiegen jetzt einfach mal alles, was hier rumlungert. Moment. Schmor und... raus. Ah, sehr schön. So, jetzt kommt der letzte noch. So soll es doch aussehen. Direkt in der ersten Runde ein Heilkraut. Ja, nehme ich gerne. Martha nicht hier ist. Und Boris auch nicht. Wo haben die sich versteckt? Ich glaube, hier habe ich schon alles untersucht, aber wir machen das trotzdem noch einmal.
gleich in eine Scheune. Oder was auch immer das da ist, die Hütte. Okay, da geht auch noch ein Weg lang. Sehe ich jetzt erst. Aber hier waren wir definitiv nicht. Eine Mini-Medaille. Okay. Hier geht's irgendwo lang. Hinterm Haus. Ist eine Höhle? Okay. Da muss Martha wohl hier sein. Was ist denn das da hinten? Das ist Boris und Martha. Harry, down here. They cannot hurt us in here. Evil cannot penetrate the barrier. Haha, das habt ihr davon, ihr Mistviecher. Okay, sie ist der nächste Erbe. Boris, mein Freund. Waff, 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 waff. Alles klar. Ich wusste es, dass ich euch von irgendwoher kannte. Ihr seid diejenigen, die von der Lawine verschüttet wurden, nicht? Ihr scheint ja eine gehörige Portion Pech zu haben, wenn ihr zu einem solchen Zeitpunkt hierher auftaucht. Trotzdem müssen wir die Dinge positiv sehen. Vielleicht ist es eine gute Sache, dass ihr in den Weg in den Ruin gefunden habt. Ich war unten und habe Kräuter aufgegossen, als ich Boris oben bellen hörte. Als ich nachschaute, was mit ihm los war, entdeckte ich ein Rudel von Wölfen, die das Haus umzingelten. Ich rannte hierher, um vor ihnen zu fliehen. Ich sah sie nur ganz kurz, aber ich bin mir nicht sicher, dass es keine normalen Wölfe waren. Ich konnte eine Art böse Aura um sie spüren. Okay, und jetzt? Muss ich irgendwas machen? Ich bin einer der sieben Weisen. Mit der Hilfe des Göttervogels Empyria konnten wir Rapforn den Füßen der Finsternis unter das Siegel bannen. Es ist vorstellbar, dass sich sein Schatten in viele Jahren erneut erheben wird, um die Welt ein weiteres Mal zu verfinstern. Aus diesem Grunde habe ich die Geschichte unserer Freundin und Verbündeten Empyria hier eingeritzt. Auf das zukünftige Generationen von dessen Geheimnissen erfahren und sie verstehen mögen. Aha. Der Göttervogel Empyria ist eine Wanderin zwischen den Welten. Sie besucht diese Welten, um sie vor den Gefahren durch den Fürsten der Finsternis zu warnen. Interessante Information. Als wir sieben Weisen ihre Geschichten hörten, haben wir unser Wort gegeben, an ihrer Seite zu kämpfen. Unter Empyrios Anleitung ist es uns gelungen, ein magisches Zepter anzufertigen. Ein Zepter mit der Macht, die teuflische Seele des Fürsten der Finsternis gefangen zu halten. So begann der Kampf. Am Ende konnte das Zepter mit der Macht, die wir ihm durch die Vermischung der sieben Linien verliehen hatten, Rapforn absorbieren. Ah, dadurch konnte er nämlich befreit werden. Aber wieso hat Dulmegos gesucht? Also Dulmegos hatte wohl schon die ganze Zeit vorgehabt, Rapforn wiederzubeleben. Irgendwie so, oder das Siegel zu brechen. Okay. Die Insel des Göttervogels liegt in einem fernen Winkel unserer Welt, umgeben von trügerischen Klippen,
die den Weg zu ihr versperrten. Wer sie ohne Flügel erreichen sucht, braucht eine Seekarte, die ihm den Weg dorthin weist. Folgt dem Licht, es wird euer Pfad erhellen. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie, dass wir noch Empyria noch irgendwie kennenlernen werden. Irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Empyria hält ihre Schwingen schützend über uns gebreitet, wenn das Böse von Neuem sein hässliches Haupt erhebt, dann sucht sie auf. Also ich glaube, wir müssen jetzt raus, ne? Es ist so gefährlich, nach draußen zu gehen. Bitte kommt zu mir in meinen Schutzkreis. Ja. Und jetzt? Muss ich jetzt warten? Ich frage mich, seid ihr Marek begegnet und habt ihm den Beutel gegeben, den ich euch überlassen habe? Ja. Ich kann es nicht fassen. Er kommt hierher, weil er sich Sorgen um mich macht. Ich dachte immer, er wäre so... Ich wäre die Einzige mit dem ganzen Kummer, den er mir macht. Mein Marek. Ah, jetzt geht's weiter. What was that noise? I have a very bad feeling about this. Something is terribly wrong. Ja, das gefällt mir auch nicht. Da sieht's nach Feuer aus. Moment, hier ist irgendwas. Hier sind... Ah, das sind die Kräuter. Kann man davon eins nehmen? Nö. What a surprise! I come out to find the one who taunts me is a dog. But you are not just a dog. I can smell it. I can smell the evil that tells me who you really are. If you know who I am, you must know what I want. Come quietly. And I promise a quick and painless demise. Ha! Release him first, then we will talk. You are in no position to make demands. Be quiet and come to me. Oh, you reason like the monstrous beast you are. Very well. I will go to you.
Ja, und da kriegen wir nämlich den Universalschlüssel. Einfach so von Martha, wo ich das erfahren habe, dachte ich mir so, geil. Irgendwie nichts zusammenbrauen, gar nichts. Einfach mal so den Universalschlüssel in Hand gedrückt bekommen. Richtig geil. Farewell, my friends. Remember, together it is possible to break even an element. Together, you can open. You choose wisely. In you, the blood of the sages has found a true heir. Such a pity that I must spill it. But there is nothing to fear. Your son will be following you before long. So that was your plan. But the scythe has hit the stone. You are wrong if you think an old babushka like me has no fire left in her. Well, you like my nook powder? Go, Boris! Hurry! To cheat me of my destiny. Ah, my eyes, my eyes! But now, only one seal remains. Just one. When the last heir's blood is spilt, my spirit will finally be free of this scepter. You aren't getting away this time! Ihr wieder, ihr. Gut, dann halt so. Stimmt ja, ich hab ja auch Schmor. Da war ja was. So, das sollte ausreichen. Ja, nicht alle, aber die meisten davon. So. Schnell und kurz.